Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Days Gone. PC-Version. Im letzten Part. Was war da? Ziehen. Hör mal auf. Lauf doch mal so, wie ich das möchte. Kann man an. Gehen Tankstellen eigentlich noch? Tatsache. Nun, tank doch. Moment, ich muss eine Zigarette ausmachen. Psst, habt ihr nicht gehört? Ich rauche nicht. Bin nicht Raucher. Ich hasse Motorradfahren. Tschüss, mach's gut. Ups. Tuka tuka tuff tuff. Wenn wir dumm kommen, komme ich euch dumm. Du willst mir also auch dumm kommen? Wo bist du denn? Der ist mir dumm gekommen. War richtig. So, ein bisschen Fleisch. Ja, Fleisch. Ja. In der Apokalypse ist alles erlaubt zu essen. Da bin ich mal geschaut. Oh, Katze, Hund, Maus. Aber ich glaube, ich würde dann Vegetarier. Ich esse dann hier die Kakteen. Naja. Soll ich mein Bike auch noch reparieren? Das sieht nicht allzu übel aus. Ja, Schrottding. Das ist wirklich eine lahme Ente hier. Keine Lust mehr. Abschützen, Hinterhalt. Was? Oh, ich sollte mich heilen. Ich hab gedrückt. Er sagt Scharfschützenhinterhalt, dabei sind die das doch. Was? Holzfällercamp? Einmal tanken, bitte. Oh, dann mal los. Ich weiß, ich lasse jetzt die Sachen da liegen. Die Ohren. Waren noch zwei.
aber ich habe ein bisschen genug gesammelt für heute. Also im letzten Part. Lager. Ihr seid also die Dreckskerle, die hier überall Hinterhalte legen, ja? Na. Ein Rumtreiberlager? Wo? Und was ist das? Wieso machen wir es kaputt? Wo ist denn hier ein Rumtreiberlager? Brauche ich. Oh, Zombie im Anmarsch. Oder Freaker. Fire Danger. Ich habe kein Camp gesehen. So, leg sie nieder. Mehr Beute. Aber kannst du mir jetzt bitte verraten, wo du dieses Camp gesehen hast? Dann wäre ich schon zufrieden. Nicht ganz. Keine Ahnung. Nicht aufzukriegen. Okay. Auf zum Bike. Fahre ich denn noch dahin, wo ich hin soll? Ja. Oh. Das machen wir natürlich. Ist das Camp?
Sniper. Ist irgendwo da drüben. Okay. Schauen wir, wie wir da am besten reinkommen. Ich denke, wir müssen da anfangen. Bei dem Sniper. Von oben nach unten. Das ist eigentlich immer das Beste. Kommen wir hier rum? Nein. Oh. Wieso? Ich muss sie alle töten. Jeden einzelnen dieser Verfluchten. Ist ja widerlich. Gehst mal wieder runter. Kein Schalldämpfer. Fünfzehn. Krieg ich doch nie alle im Leben leise. Das Camp erstmal in Ruhe lassen? Ich weiß es nicht. Leuchte woanders hin. Okay. Wir versuchen es mal, ja? Aber ich denke nicht, dass es leise wird. Der erste ist erledigt, jetzt der Rest von euch.
Okay. Selten dämlich. Noch nachschauen. Gott verdammt! Er ist tot! Das war eine Sie, Blödkopf. War doch was. Ja, komm nachschauen. Kommt doch alle nachschauen. Ein Stein? Ja. Da draußen ist was. Du hast recht. Ich. Wie vielen Drifter habt ihr schon aufgelauert, hä? Du sollst hier keine Raucherpause machen. Mann. Die heutige Jugend. Okay. Wir haben erst 6 getötet. Ich habe das Bedürfnis zu speichern. Hier ist jemand! Ist da jemand? Ich habe da jemanden gesehen! Friss bitte! Du frisst meine Axt! Gut, Rückzug! Neben dir! Okay, ein bisschen Action jetzt. Ja, ich seh, wie du das machst. Verfluchter Bastard, wo willst du hin, hä? Eben. Oh, hallo. Warte, ich muss nachladen. Bleib doch stehen. Schuss im Po. Ohoho. Dich auch. Nun gut. Ich brauche Munition.
Glaubst du? Aber wo bist du? Ah, du bist drin. Okay, du bist der Letzte. Nein, er ist nicht der Letzte. Wir haben noch den Scharfschützen. Okay, was haben wir hier Schönes? Das ist gut. Das ist sehr gut. Ist sonst noch was hier, was ich gebrauchen könnte? Jetzt zu dir. Bleib mal hier. Ich glaube, das war's. Die Straßen werden etwas sicherer sein. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich frage mich, ob sie hier irgendwo einen Bunker haben. Ich wette darauf. Meinst du, wo haben sie einen Bunker? Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Es ist wieder der wilde Westen. Und manche tun so, als seien Gesetze und Ordnung Dinge der Vergangenheit. Aber soweit ich weiß, sind das immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und in Amerika darf das Eigentumsrecht nicht verletzt werden. Wir haben das Recht, Land zu beanspruchen, es zu halten und zu verteidigen. Ja, wir nahmen den Indianern dieses Land, das lässt sich nicht leugnen. Aber wir nahmen es uns mit Gewalt. Und Gewalt ist das Einzige, das uns jetzt weiterbringt. Wir weichen nicht vor ein paar Schlägern zurück. Wenn Nero oder die Ripper oder Plünderer denken, sie könnten meine Wildnis auf den Kopf stellen, dann haben sie sich getäuscht. Die Stärksten überleben. Die Stärksten nehmen. Und die Stärksten werden triumphieren. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Großer Gott, Cope, Gesetz und Ordnung sind längst Vergangenheit. Wovon redest du da? Aber, ja, du hast recht, das Gewalt ist... Gebt doch mal alle Ruhe. Ich suche einen Bunker. So, irgendwo sein. Ich habe jetzt vorhin aber auch hier keinen gesehen. Im Bunker gesehen? Ich habe keinen gesehen. Oh Mann, jetzt suche ich einen Bunker. Wo wäre ich, wenn ich ein Bunker wäre?
Irgendwo hier. Gute Frage, nächste Frage. Wo ist denn der blöde Bunker? Ah, im roten Bereich müssen wir rein. Okay. Er muss irgendwo hier in diesem roten Bereich sein. Feuer ist auch ausgegangen. Ah, da. Eine Luke, ja, hier ist sie. Dann mach sie auf. Okay, sorry, so. Jetzt, gut. Nix. Hier kann man schlafen. Was haben wir denn hier? Eine Kappe. Sehr schön. Birkequell Hinterhaltcamp. Hot Springs. Hinterhaltcampjäger. Hinterhaltcamp freigeschaltet. Ausdauer-Cocktail. Was haben wir denn hier? Wie baue ich ein? Okay. Neu entdeckt und herstellbare Rezepte sind im Überlebensrad zu sehen. Ja. Sehr schön. Das ist wirklich sehr blöd gemacht. Wenn ich das Scharfschützengewehr jetzt ablege, habe ich das doch nicht mehr, oder? Nicht das hier. Dann lass es hier liegen. Wie ist das denn dann, wenn wir Waffen kaufen? Kommen die dann in unseren Waffenschrank? Nur die wir sammeln nicht. Hm? Das ist auch blöd. Okay. Ich muss zu meinem Bike. Hab's noch irgendwo Benzin? Ich hab mich drauf geachtet. Egal. Zeltplatz. Ich hätte gern ein paar Schalldämpfer. Kann man hier hoch? Tatsache. Huh.
Na komm. Auch nix. Polizeiauto. So. Ich könnte Zedernholz gebrauchen. Ich wollte es umfahren, aber habe es nicht geschafft. Jetzt fahren wir aber mal dahin, wo wir hin sollten. Schild. Okay. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann es riechen. Ja, da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Ja, komm. Ja. Oh, ich hab keine... Hör doch auf! Ich bin schon wieder tot. Oh, ich brauche eine Nahkampfwaffe. Mist. Dann ballern wir halt. Das ist gut. Yes. Yes. Armes Schwein. Du hast das wahrscheinlich verdient, hm? Oh je. Voll ins Schwarze. Okay. Muss mich heilen. Nein. Nein. Muss mich heilen.
Wie ich. Sag mal. Alles verwenden. Ja. Mist, ich kann keine mehr herstellen. Mehr Beute. Na. Könnte nützlich sein. Was fehlt mir? Kerosin. Na denn? Irgendwo lag doch Benzin. Kann man das nicht nehmen? Ach, vielleicht finden wir auf der Toilette etwas. Wieso hat er vorhin seine Axt nicht genommen? Rein ist er auch noch. Okay. Das wird schwierig. Benzin. So. Wir konnten leider nur zwei Nester machen jetzt im Moment. Ich habe kein Kerosin. Aber wo soll denn noch ein Nest sein? Ich gucke mal. Wir müssen eh dahin. Hier unten? Nö. Okay. Hier war ein Nest, da war ein Nest. Endlich. Ach komm, wir gehen Wölfe wieder jaulen hier.
Die. Was ist das? Okay. Ist da vielleicht irgendwas? Ich weiß nicht, wo das dritte Nest sein soll. Vielleicht da irgendwo. Ja. Mach auf. Wenn du Ärger machst, fliegst du hochkant raus. Okay. Wo sind wir jetzt? Zurück an die Arbeit. Warum arbeitest du? Wo ist Tucker? Alkai. Drüben, bei der Grabung. Bei welcher, verdammt? Im Norden. Da hinten. Fasst jemand meine Maschine an, das Gepäck, breche ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann. Ist ja gut, Alter. Mann. Alter. Ja, ihr Lieben. Findet Tucker und Alkai. Aber nicht mehr in diesem Part. Das ist eine Siedlung hier. Ein Camp. Ja. Gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentar, Tipps und Tricks für immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.